oder Rebirth im Indianertitel. Suche deine Aura in der Schwitzhütte oder so ähnlich. Suche deine Aura in der... Was? Meine Mutter hat echt einen Knall. Sie ist deine Schwester. Ja, allerdings. Wie lange bleibt sie denn diesmal weg? 3 Wochen. Na, klasse. Sag mal, was mache ich denn mit dir, wenn ich mal Lust habe, abends vielleicht mal eine Frau mit nach Hause zu bringen? Hast du mir nicht gerade erzählt, dass du nach der Scheidung von Sophie erstmal alleine sein willst? Hab ich das. Ja, dann willkommen in der Männer-WG. Wohin? Hier. Genau, müssen wir nach rechts, nach rechts. Nach rechts, genau. Ja, nee, entschuldige, nach links ist besser. Links, drehen noch ein bisschen, Millimeter noch. Bisschen, ja. Perfekt, wunderbar. Hey, Sie können da nicht stehen. Kann ich nicht? Fahren Sie Ihren Wagen weg. Nein, weil... Das heißt hier, weil wir erwarten Gäste. Das ist ja schön für Sie. Fahren Sie Ihre Schrottschüssel da weg. Nein. Also wenn Sie nicht auf der Stelle Ihren Hintern bewegen und diese Geschmacklosigkeit auf Rädern aus dem Weg räumen, dann... ich weiß, tut mir leid, ich bin schon weg. Sehr witzig. Fanden wir auch. Ach übrigens, mit diesen Absätzen kann man jemand ernsthaft verletzen. Was glauben Sie, warum ich diese Dinger trage? Zaubern. Geil. Hallo. Schön, dass Sie kommen konnten. Hallo. Juliane, darf ich Ihnen eine Frage stellen? Auch zwei. Ihrer Typberatung vertraut die Berliner High Society. Aber hier im Salon werden ja auch Bilder gezeigt. Ja, also meine Kunden sind sehr anspruchsvoll und haben wenig Zeit. Bei uns können sie sich verschönern lassen und die Zeit nutzen, sich über die neuesten Trends in der Kunstszene zu informieren. Eine super Idee, Juliane. Beauty-Tipps und Galeriebesuch auf einen Schlag. Wie sehen Sie Ihre Chancen auf dem Kunstmarkt? Also, für mich ist der Mensch ein Kunstwerk. Stil. Für mich und meine Kunden. Maria, Schätzchen. Herzlich willkommen. Nee, lieber. Oh Gott, Entschuldigung. Klaus auch schon. Du musst hier eigentlich irgendwo rumschwirren. Da ist er ja. Klauschen. Oh, hallo Schätzchen. Guck mal, was ist denn da für? Klaus, bitte, schön, die Skulptur kostet 125.000 Euro. Was? 125.000? Kann doch nicht sein, Mann. Guck mal, ich zeig dir was. Wie nett, Süße. Du siehst ja hinreißend aus. Sag mal, wo hast du die denn machen lassen? Scherz. Juliane. Wer? Liebe. Und Coco ist auch dabei. Schön, dass ihr kommen konntet. Sag mal, es ist total schön geworden. Oh, freut mich. Vera, du siehst ja toll aus. Sag mal, hast du auch genommen? Neue Diät? Disziplin, Vera. Disziplin. Absaugen ist viel bequemer. Probier mal mein Glück. Sie wissen schon, dass Salami hauptsächlich aus Eselsköpfen und Gedärmen hergestellt wird, ja? Und Lachs wird nur geräuchert, weil er sonst so einen fauligen Geschmack hat. Das glaube ich niemals im Leben. Es war schön. Vollkommen übertrieben so. Danke. Danke. Oh, danke schön. Auf Cheers. Euch und euren Erfolg. Cheers. 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 Sagen Sie mal, wenn ich, sagen wir mal, Stücke 6-7 Bilder kaufen würde, würde ich dann Mengenrabatt bekommen? Mit oder ohne Rahmen? Das kommt drauf an, ja. Ich meine, das würde ich zum Beispiel mit Rahmen nehmen. Da. Aber ihr scheint die Skulptur zu gefallen. Das ist kein Problem. Bea, bring den Hund weg hier. Klauschen, wir holen uns jetzt ein paar Helfer. Ja, das ist gut. Also, was wollt ihr jetzt genau wissen? Ja, also da würde ich sagen, dieses Bild hier. Lucy. Mann, ich weiß auch nicht, warum mir immer sowas passiert. Stand ja aber auch alles ganz schön blöd da. Außerdem, Scherben bringen Glück. Tja, reinpinkeln würde ich jetzt helfen.
sehr gute Idee. Aber ein paar Minuten werde ich wohl gerade noch aushalten. Nein, wenn Schuhe zu eng sind, muss man reinpinkeln. Das macht sie weich und geschmeidig. Wer hat Sie eigentlich eingeladen? In allen. Sehr gut. Klaus Rautenberg hat mir 6 Bilder abgekauft. Ich will mich seinen Scheiß vorstellen. Super. Ich fliege nächste Woche runter. Ist mein Pass noch bei dir? Nein, der ist bei dir. Morgen. Auf dem Schreibtisch. Morgen. Wohnen die nicht zusammen? Wir haben noch nichts Passendes gefunden. Alles zu klein. Aufs Original. Hm? Frisches Obst. Wow, ich dachte, du hast die super Küche nur zur Zierde. Ist der auch so. Ich hasse Kochen. Die sind nur für die Drinks. Ein Sundowner zur Begrüßung und dann gehen wir mit unseren Gästen rüber ins Restaurant. Perfekt. Da ist sie. Oh Gott, die warmherzigste Gastgeberin Berlins. Hey, Lucy. Hey. Was für ein Zufall. Na? Hey, in unserem Alter sollte man reichlich Vitamin C zu sich nehmen. Das bändigt die freien Radikalen. Ich hätte lieber etwas, das 1,80 Meter große Radikale von mir fernhält. Bezaubernd. Lucy, kommst du? Kannst du nicht einmal nett sein? Nun seien Sie nicht gleich so eingeschnappt. Moritz will doch nur Ihre Patentochter ein bisschen näher kennenlernen. Ich hoffe, Ihr Sohn hat bessere Manieren als Sie. Oder keimt Hoffnung auf. Er ist nämlich nur mein Neffe. Ach, was für ein Glück. Haben Sie eigentlich noch was anderes im Schrank? Ah ja, natürlich. Einen in Rot und einen in Schwarz. Für Beerdigung. Wir müssen weiter. Ihre Limonen. Oh, danke. Lucy, kann ich nicht nachkommen? Keine Sorge, ich bin ja dabei. Eben. Na gut, aber komm nicht zu spät nach Hause. Klar. Entschuldige, du weißt doch, wie sehr ich Wasserflecken auf Glas hasse.
Egal. Ist eh schon zu spät. Gut und billig, frisch und lecker. Ab 20 Cent. Was glauben Sie denn, warum die Eier so billig sind, hä? Die kommen aus der Legehennenbatterie. Na und? Ja, wissen Sie nicht, wie die armen Viecher gehalten werden? Hier gibt's doch Vorschriften. Ganz genau. Bei uns ist alles in Ordnung. Wir halten uns an die Bestimmung. Und ihr könnt mal Leine ziehen. Bestimmung? Vorgeschrieben sind 450 Quadratzentimeter. Das ist weniger als ein DIN-A4-Blatt. Außerdem sitzen die Hühner den ganzen Tag auf solchen Drahtgittern und kriegen ihr Futter per Computer zugeteilt. Hey, das will hier keiner hören. Verschwindet! Ach, das will keiner hören? Warum gehen Sie nicht lieber zum Biobauern dort drüben? Da leben die Hühner wenigstens noch glücklich. Jetzt hau aber ab. Zieht Leine. Sie Tierquäler! Halt die Klappe! Es fällt Ihnen ein! Hey Leute, immer mit der Ruhe. Ganz langsam. Also, die haben doch angefangen. Die hetzen mir meine Kunden hier auf. Sie haben nur Aufklärungsarbeit geleistet. Hier werde ich gleich noch. Ja, ganz ruhig, Mann, ganz ruhig. Ja, haben Sie doch alle. Gucken Sie sich doch mal hier diese Sauerei an, Sie Arsch. Was war das? Was nehmen Sie zurück? Gar nichts nehme ich. Ich kann nämlich auch ganz anders. Lassen Sie sofort meine Eier los! Widerlicher! Was? Ach, Herrgott, noch mal! Überlässt hier einen Scheiß liegen. So ist das mit Kindern. Genau deshalb will ich auch keine. René! Wir hätten 18 Uhr gesagt. Das heißt, unmöglich vor 18.30 Uhr. Zeit so ungern zu ihrer Hundesitterin. Ja, kommt schon mal rein. René, ja. Lieber. Entschuldigung. Oh Gott. Entschuldigung. Keine Ursache. René, Klaus. Viola Northwood. Hat Klaus mir aus London mitgebracht. Tja. Hat mich ein Vermögen gekostet, der Fummel. Aber was tut man nicht alles, damit es zu Hause läuft? Kennst du ja, ne? Ja, ja. Trink erst mal einen Schluck. Ja, oder? Schön. Bier. Danke. Fang schon mal an. Ich bin gleich zurück. Was ist denn los? Ach, nicht der Rede wert. Ich beeil mich. Ist echt nett, dass Juliane das macht. Der Typ hätte sonst direkt die Bullen auf uns gehetzt. Juliane ist total in Ordnung. Die wirken immer so komisch. Soll sich warm anziehen. Ich habe schon eine super Idee. Bitte schön. Danke. Toll aufgepasst. Ja, toll zurecht gemacht. Wirklich sehr schick. Vor allem die Schuhe. 500 Euro. Was? Für Schuhe? Keine Sorge, Sie kriegen Ihr Geld ja zurück. Ich hatte nur nicht genug Bares dabei. Meine Kreditkarte wollte der Kerl leider nicht akzeptieren. Anstatt hier dumme Sprüche zu klopfen, hätten Sie lieber eingreifen sollen. Hab ich doch. Jetzt regen Sie sich ab, ist doch alles nicht so wild. Sie ist echt klasse. Sie ist zwar nicht so eine Zicke wie die anderen Mädels. Dafür zickt ihre Tante, dass sich die Balken biegen. Ja, aber sie sieht scharf aus. Mit sowas hat man nur Ärger. Wieso? Moritz, diese Luxusweibchen, die finde ich eine Weile amüsant. Aber wenn sie mit dir fertig sind, schmeißen sie dich weg. Scheinst du Erfahrung zu haben. Meine Ex war eine hervorragende Lehrmeisterin. Komm. Wurde doch noch ein schöner Abend. Ja, die Rautenbergs haben immerhin für 40.000 Euro Bilder gekauft. Obi! Was macht denn Gladotti? Hallo Muschi! Was machst du denn hier? Ich muss was mit dir besprechen. Wie siehst du denn wieder aus? Wieso? Das hier gilt gar nicht. Ja,
Guck mal, das habe ich bei uns auf dem Kompost gefunden. Das ist doch eine Schande. Wenn man die gut pflegt, dann kommt die doch auch wieder. Ja, das ist auch wahnsinnig interessant, aber das könnt ihr auch draußen bereden. Mit dem Hund, jetzt. Ja, aber wo, komm mit hier. Na, bitte. Das ist ja wohl das Letzte. Klaus. Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Wenn ich Sie nicht ständig treffen würde, wäre mir schon sehr geholfen. Bezaubernd. Sagen Sie, behandeln Sie Ihre Kunden auch immer so? Geht Sie einen feuchten Kehricht an. Was machen Sie? Ah. Lass mich. Lass mich los. Was machen Sie hier eigentlich schon wieder? Ich liefere was an. Was soll dieser Auftrag? Weiß doch, ich darf den Hund nicht mit ins Altersheim nehmen. Omi, ich hasse solche Überfälle. Ach. Es gibt doch ein Telefon. Na, früher hast du dich immer gefreut, mich zu sehen. Ja, früher. Früher hatte ich ja noch nicht so viel Stress. Früher hast du auch viel mehr gelacht. Taxi! Oh. Die wollen wahrscheinlich alle keine Hundehaare auf den Sitzen. Was soll überhaupt aus dem werden? Ihr dürft doch im Heim keine Tiere haben. Omi, nein. Nein, ich kann keinen Hund nehmen. Passen Sie bloß auf, die Rahmen sind sehr wertvoll. Wirklich? Ja, das sind auch Kunstwerke. Die werden genau auf den Stil und die Farben des Bildes abgestimmt. Das ist interessant. Ja, das bedarf einer ganz besonderen Sensibilität, die Kunstwerke und die Rahmung so perfekt miteinander zu harmonisieren. Ich glaube, jetzt übertreiben Sie ein bisschen, ne? Ach, was verstehen Sie schon davon? Ich habe sie gebaut. Was? Sie sind Johannes Hopstein? Ja. Warum haben Sie das denn nicht gleich gesagt? Sie haben nicht gefragt. Schätzchen, die sind doch wunderschön, unsere Bilder. Na? Wunderschön. Ja. Passen super in unser Haus nach Marbella. Auf jeden Fall. Mit diesem Kauf habt ihr wirklich Kunstgeschmack bewiesen. Naja, ich würde eher sagen, eine dicke Brieftasche. Na, Schätzchen. Hallo, Johannes, wir haben schon auf Sie gewartet. Darf ich vorstellen, Herr Hopstein, mein Rahmenbauer, Familie Rottenberg. Guten Tag. Guten Tag. Sagen Sie, René, warum muss ich eigentlich Ihre Freundin durch den Seiteneingang quälen, wo Sie hier so eine schöne Tür haben? Wissen Sie, sie hatte doch diesen großen Hund dabei. Und der ist ziemlich bissig. Ah. Ich wollte nicht, dass die kleine Koko sich erschreckt. Ja. Und außerdem, die beiden müssen nicht mit Janis Ganga-Oma zusammentreffen. Die bewegen sich einfach auf einem anderen Niveau. Verstehe. Ja, wo sollen die Rahmen hin? Stellen Sie es einfach hier ab. Okay. So, jetzt mal Butter bei die Fische, René. Was würde das denn ungefähr kosten, wenn ich bei Ihnen für die Firma, sagen wir mal, ein Stück 20 Bilder bestellen würde? Alle in Blau gehalten. Hm? Das käme auf den Künstler an. Der Künstler ist mir egal. Hauptsache, sie sind blau. Verstehen Sie? Klauschen, oder wie wäre es denn, wenn wir die Skulpturen fürs Büro nehmen? Das ist eine gute Idee. Das ist eine gute Idee. Finde ich super, dass Sie Julian und Ihre Verwandtschaft dieses Niveau ersparen wollen. Wirklich super. Steig ein. Na, und was ist mit dem Hund? Omi, mach jetzt bitte keinen Aufstand. Aber nur, wenn der Hund nicht in ein Heim kommt. Omi, bitte. Nee, also das ist mir jetzt hier zu dreckig. Ich hab gerade gesaugt. Tür zu. Idiot! Was meinst du denn dazu? Der ist doch verpflichtet, uns mitzunehmen. Natürlich. Brauchen Sie noch immer keine Hilfe? Genau. Ich hab einen Wagen. Aber zum Starten braucht's das kleine Zauberwort. Okay. Falsches Zauberwort. Bitte. Richtiges Zauber. Ach, junger Mann, das ist ja wirklich nett, dass Sie extra mit reinkommen. Och, na, das geht aber nicht. Der muss doch mehr ins Fenster. Der hat da nämlich gar keine Sonne. Klar. Hm? Ist ja schlimmer als im Botanischen Garten hier. Was? Bald kommt man hier nur noch mit einer Machete durch. Ach, Muschi. Besser in die weite Welt als in den engen Bauch. Ach, Omi, bitte. Muschi? Lass den Schuh los! Lass ihn los! Komm! Lass sofort los, komm! Was hast du auch wieder für Schuhe an?
Bei den Pflanzen drücke ich schon beide Augen zu, aber Tiere sind hier nicht erlaubt. Das habe ich ihm vorhin schon gesagt. Frau Ranzau, jetzt regen Sie sich nicht auf. Wir werden schon eine Lösung finden. Ach so, dann nehmen Sie ihn also. Bestens. Das ist eine fabelhafte Idee. Omi, ich habe einen Job. Eine hell eingerichtete Designerwohnung. Und ein Freund mit einer Hundehaarallergie. Guck mal, der mag dich. Wie der dich anguckt. Und weißt du eigentlich, wie klein die Käfige in so einem Tierheim sind? Was soll ich denn machen? Ich bin den ganzen Tag im Laden. Das ist für den Hund kein Leben. Okay, ich nehme ihn. Ach, danke, das ist ja eine fabelhafte Idee. Komm her. Ich glaube, du passt ganz gut in unseren Männer-WG. Aber einen Namen braucht er schon, ne? Boah. Kurt. Perfekt. Hallo, Kurt. Deiner Kurt. Frau Oberle. Ach, hallo, Rosi. Ich habe auf eine Kontaktanzeige geantwortet und jetzt habe ich am Wochenende ein Rendezvous. Schön. Ja, aber ich kann noch so nicht gehen. Ich brauche einen Termin bei Ihnen. Oh, das tut mir leid, Rosi, aber so kurzfristig geht bei uns gar nichts. Schade, ich dachte, weil, naja, ich sehe Ihre Kunden immer in der Zeitung und die sehen dann so toll aus. Kann man wohl nichts machen. Tut mir leid. Oh Mann, das kann doch wohl nicht wahr sein. Kein einziger Termin. Ich will Rosi nicht beschämen. Die Preise liegen jenseits dessen, was eine Pflegerin sich leisten kann. Außerdem würde sie sich bei uns im Salon bestimmt prüfen. Aha. Ich finde, Kurt passt zu Ihnen. Bezaubernd. Nein, ehrlich. Er ist auch so ein eigenwilliger Typ. Aha. Losging. Schiss? Ja, total. Aber es fühlt sich irgendwie gut an. Komm. Ja, fühlen sich ganz wie zu Hause. Chaos je irgendwas wieder? Materie geht nicht verloren. Irgendwann taucht alles wieder auf. Aber jetzt ein Flaschenöffner. Bin mit Lucy unterwegs. Moritz. Wieso wohnt er eigentlich bei Ihnen? Meine Schwester ist mit dem Jungen allein. Und ich habe mich schon immer gerne um Moritz gekümmert, auch als er noch Windeln anhatte. Und eigene Kinder? Nee, meine Frau wollte keine. Ruiniert die Figur. Prost. Oh, das, So, schnell die Handtücher, genau, danke, die hast du fein, du hast ja auch... Ja, was ist das denn? Was? Henry Stewart. Haben Sie den auch so gern gesehen? Ja, klar. Ich meine, die Serie. Ja, das war meine Lieblingsserie. Echt? Meine auch. Aber wie war das noch? Wenn der Mond... Nee, wenn
der, doch wenn der Mond am Himmel steht und der Wind um dunkle Ecken weht, na 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 na. Henry Stewart, das ist unser Mann. Ein Mann, der alles kann. Oh, Vorsicht. Hui. Schön bist du jetzt. Sagen Sie mal, wo wir jetzt so schön schlecht gesungen haben. Wollen wir uns nicht duzen? Gerne. Juliane. Johannes. Das ist gut. Ah. Er hat schon getrunken, ne? Sag mal, weißt du eigentlich noch, wie sein Assistent hieß? Ist klar, das war. Warte mal, nicht sagen. Wie ist er noch? Beluga. Nein, Lobster. Lobster. Oh, ruhig, ruhig. Juliane, ich bin's. Hör zu, es ist alles prima gelaufen. Ich fliege am Mittwoch schon nach Bahrain. Jetzt muss ich natürlich wahnsinnig viel vorbereiten, also ich schaff's heute einfach nicht. Bist nicht böse, oder? Verstehst du doch. Klar. Wir sehen uns dann morgen. Küsschen. Küsschen. Na, ach, übrigens, wie ist es eigentlich mit Gertrud gelaufen? Juliane? Sag mal, kommt deine Omi eigentlich aus Hamburg? Ja, wieso? Wegen deinem so wundervollen Cousin. Ich liebe sie über alles, aber sie raubt mir den letzten Nerv. Warum denn das? Letzten Monat hat die Polizei sie zweimal aufgegriffen, weil sie im Botanischen Garten angeblich Blumen geklaut hat. Dabei bringt sie die Pflanzen, wenn sie wieder gesund sind, immer zurück. Das glaubt dir nur keiner. Weißt du, was dieser freche Beamte mir gesagt hat? Wieso erzähle ich dir das alles? Na, weil ich dich gefragt habe. Juliane, was machst du denn hier? Diese Frage sollte ich dir stellen, Lucy. Und überhaupt, weißt du eigentlich, wie spät es ist? Wir haben ein kleines Problem. Aber nicht böse werden, okay? Lucy hat ihren Rucksack bei Bohlmann liegen lassen. Er ist schon der Eierfredi. Ihr seid aber nicht zufällig eingebrochen. Das kann doch nicht euer Ernst sein. Seid ihr denn von allen guten Geistern verlassen? Komm, der Typ hat einen Denkzettel verdient. Okay. Zuerst bringe ich euch zwei nach Hause und dann kümmere ich mich um diese Hühnerfarm. Gut. Ich komme mit. So? Hier jemand sieht. Kann ich helfen? Man muss einen Rucksack stehen Leise. Lassen. So was Dämliches. Das gibt's doch gar nicht. Wenn man jung ist, macht man eben viel Quatsch. Und wenn man älter ist, tut man es vielleicht. Los, komm, spring. Das schaffe ich nicht. Ich halte, komm. Das schaffe ich nicht. Oh, komm. Los jetzt. Beinahe hätte er uns erwischt. Ja, aber nur beinahe. Johannes, danke.
und jetzt das hier. Du bist echt ein... Ich weiß, ein ganzer Kerl. Wo brechen wir nächsten Sonntag ein? Da fällt mir schon was ein. Guck mal, wie meine Hände zittern. Da habe ich was für dich. Selbst gebrannt. Keine Angst, nicht von mir. Boah, ich trinke normalerweise keinen Schnaps. Naja, normalerweise brichst du auch nicht in eine Hühnerfarm ein. Du, das war echt genial, wie wir den Typen ausgetrickst haben. Du, ich dachte, ich krieg einen Herzstillstand. Das war wie bei meiner Meisterprüfung. Aber weißt du was? Ich liebe sowas. Ich sehe bestimmt furchtbar aus. Fürchte nicht. Badewanne? Wir wollten sie eigentlich zu Johannes bringen, aber der hatte ja auf einmal den Hund. Und dann hat sie mir Moritz vorhin einfach vorbeigebracht. Wir wussten nicht wohin, ehrlich. Lucy. Erst wirfst du mit Eiern um dich. Dann brichst du in eine Hühnerfarm ein. Und jetzt machst du aus meinem Badezimmer ein Tierasyl. Findest du das mir gegenüber eigentlich fair? Es tut mir leid. Ehrlich. Du bist zu spät. Frau Anger wartet schon eine halbe Stunde. Oh Gott, ausgerechnet die Anger. Guten Morgen, Frau Anger. Das tut mir wirklich leid.
In meinem Job kann ich mir solche Verspätungen nicht erlauben. Und Sie auch nicht. Nein, ja, Sie haben recht. Sie haben vollkommen recht. Wir fangen sofort mit der Laserbehandlung an. Hier, ja, genau. Und hier. Entschuldigung, aber die habe ich gefunden und ich bestehe auf einen Hinderlohn. Ich nehme auch Naturalien. Ja, vielen Dank. Sind von meiner Nichte. Die hat sie bestimmt schon vermisst. Kommen Sie, ich will mal gucken, wo sie ist. Ich bin gleich wieder da. Warum ist sie so schnell verschwunden? Ich gehe doch nach Hause gefahren. Du, kein Problem. Ging auch so. Ist alles in Ordnung? Ja, klar. Lucy? Du, tut mir leid, aber ich habe jetzt überhaupt keine Zeit. Ja, mir reicht's, ich habe lange genug gewartet. Aber Frau Anger, nun bleiben Sie doch. Regeln Sie Ihre Privatangelegenheiten in der Freizeit. Auf Wiedersehen. Nur gestern Abend. Waren wir verabredet? Nein. Ich wollte nur kurz bei dir vorbeischauen. Ich habe eine Dummheit gemacht. Ich bin in einen Hühnerhof eingebrochen. Bitte? Ja. Blöde Geschichte. Ich musste Lucys Rucksack dann wieder rausholen. Den hat sie dort stehen lassen. Und was hat Lucys Rucksack in einem Hühnerhof verloren? Sie hat 2 Dutzend Küken befreit. Mit ihrem blöden Öko-Quatsch. Du, so blöde nun auch nicht. Ich find's eigentlich ganz gut, dass sie Dinge ernst nimmt und sich dafür verantwortlich fühlt. Ja, ja. Ja, ja heißt, lass mich in Ruhe. Juliane. Ich habe auch eine Dummheit gemacht. Della Genta. Oh. Sind die schön. Du bist total verrückt. Ja, aber du musst mir 10 Cent dafür geben. Ja, Schuhe darf man nicht verschenken, sonst läuft ihm der Beschenkte davon. Gebe ich dir später. Na gut. Aber nicht vergessen, okay? Sag mal, du könntest dir doch prima zu dem Frühlingsball der Artdirektoren anziehen. Hm? Danke. Ich muss wieder runter in den Laden. Sag mal, erinnerst du dich eigentlich noch, wie der Assistent von Henry Stewart heißt? Von diesem New Yorker Kunstsammler? Egal. Leder ab, sag Bescheid, ja? Wenn das Johannes ist, ich bin nicht da. Hallo? Oh, hallo, Johannes. Nein, die ist nicht hier. Keine Ahnung. Ach ja? Super. Ja, klar. Okay, ganz oben. Tschüss. Was hat er gesagt? Er holt die Küken ab und bringt sie zum Freund auf den Biohof in Brandenburg. Und der holt sie sofort. Hey, ich dachte, du bist gar nicht zu Hause. Ja. Nein. Ich hatte nur was sehr Wichtiges zu tun. Hallo? Ja. Dann wollen wir mal. Mein lieber Schwan, um das alles hier zum Einsatz zu bringen, musst du eine Stunde früher aufstehen. 2. Der war gut.
Aber hier gibt es keine Badewanne. Duschen ist viel hygienischer. In einer vollen Badewanne sind Millionen von Bakterien. Und die Küche ist auch viel zu klein. Aber wir kochen doch sowieso nie. Das könnte sich ja mal ändern. Ach was. Also ich weiß nicht. Und ein Kinderzimmer gibt es auch nicht. Was soll das denn jetzt? Wir waren uns doch darüber einig, dass wir keine Kinder wollen. Du willst keine Kinder. Das ist mein Taxi, ich muss los. Wie lange bleibst du eigentlich weg? 4, 5 Tage. Kann ich nicht so genau sagen. Die Scheichs brauchen immer so lange zum Überlegen. Ja, war vorsichtig. Denk nur mal drüber nach, ja? Wir müssen uns bis zum Wochenende entschieden haben. Und mach keinen Blödsinn, ja? Ich habe einen Termin bei Juliane. Typberatung. Wann? Gut, komm her. Wann hat Herr Hopstein denn seinen Termin? Ich schiebe ihn gleich dazwischen. Das wäre schön. Und dann setze ich mich so lange. Ja? Gut. Komm, komm. Wir machen einen neuen Typen. Bleibst da. Frau Rautenberg. Hallo, Linette. Schätzchen. Hallo. So, meine kleine Zuckerschnute. Hm? Wie geht's Ihnen denn? Ach, ich weiß nicht. Gucken Sie mal. Ich habe mir doch neulich hier was runterspritzen lassen. Ist doch kaum ein Unterschied zu sehen, oder? Doch. Sie sehen viel frischer aus. Finden Sie? Mhm. Ist doch alles nepp. Nach dieser Lipidreduktion habe ich total schlappes Bindegewebe. Wirklich? Hm. Darf ich Ihnen einen Espresso anbieten? Hm? Ich soll ins Fitnessstudio gehen, hat der Arzt gesagt. Wofür bezahle ich ihn denn dann? Das ist aber gar nicht mal so verkehrt, Frau Rautenberg. Ein bisschen Sport, ein bisschen auf sich aufpassen. Reden Sie keinen Blödsinn, Linette. Coco? Okay. Coco! 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 Was machst du denn da? Hm? Ja, sie flirtet gerade mit Kurt. Ja. Siehst du, Kurt, mit sowas hat man nur Ärger. Was fällt dir eigentlich ein? Du kannst auch nicht einfach in meinen Laden kommen. Ich musste dich unbedingt sehen. Langsam, Johannes. Ich bin total durcheinander. Ich kann das nicht. Ich bin noch nicht so weit, irgendwelche Entscheidungen zu treffen. Das geht mir alles so schnell. Also, guck dir Kurt an. Bea würde nie zulassen, dass Coco sich in eine Promenadenmischung verliebt. Also, was ich sagen will. Moment mal, ganz langsam. Ich bin überhaupt nicht hier, um mir irgendwelche Entscheidungen anzuhören. Oder um dir zu sagen, dass die Nacht mit dir im Heute war wunderbar. Du bist eine außergewöhnliche Frau. Nein. Nein? Nein. Jack Caprooster. Jack Caprooster? Der Assistent von Henry Stewart. Klar! Natürlich! Ich habe die ganze Zeit nachgegrübelt, rumgegrübelt. Ich bin fast verrückt geworden. Du hast recht, ja, so heißt er. Für einsame Stunden. Komm, Kurt. Wir lassen die Dame jetzt allein. Thank you.
mir helfen. Guck mal, hier die kleinen Pflänzchen, die müssen jetzt alle in ein eigenes Töpfchen. Und hier ist die Erde, kannst auch eine Schippe drin. So. Oh Mist! Diese Buddelei ist einfach nicht für mich. Na komm, ja. Geh mit dem Lappen weg. Na klar. Jetzt macht man sich natürlich nicht mehr die Hände schmutzig, ne? Ach, entschuldige. Tut mir leid. Ja. Sag mal, was ist denn los? René und ich wollen endlich zusammenziehen. Nur wie schön. Aber ich weiß einfach nicht mehr, was ich will. Aha. Das ist das Lampenfieber, bevor es ernst wird. Das ist nicht nur René. Mein Laden, die Leute, alles. Ich bin eigentlich immer nur am Stress. Aber jetzt ist doch alles so, wie du es willst. Hm? Wie ich es will? Ich habe immer mehr das Gefühl, dass ich nur noch das mache, was andere wollen. Ach, Muschi, du hast einen erfolgreichen Mann. Und du hast dein eigenes Geschäft. Und das Verrückte ist, ich habe keine Freude daran. Das kommt mir irgendwie alles so hohl vor. Och, Muschi, komm mal her. Na, was denn, René auch? Der interessiert sich nur für seine Sachen. Sag mal, hast du dich in jemanden verguckt? Es ist total bescheuert. Wir passen überhaupt nicht zusammen. Hm. Der ist schrecklich, er ist chaotisch. Und er ist so wunderbar anders. Ah. Oh, Kurti. Verknallt? Wieso? Ich dachte, du lässt es jetzt mit diesem Luxusweibchen. Aber weißt du, unter einer glitzernden Schale schlummert manchmal ein brauchbarer Kern. Herr Hauptstein? Ja? Hutzeli. Von Juliane. Danke. Na, Kurti, was mag das wohl sein? Ich hasse Blaumänner, sprach der Abendanzug. Probier es doch mal mit mir. Ich glaube, die mag dich. Ich finde Anzüge total sexy. Ja, ich komme mir eher vor wie auf meiner Konfirmation. Oh, das ist aber ein süßes Hündchen, was Sie da haben. Aber der müsste eigentlich an die Kette. Haben die Herrschaften bereits gelehrt? Ja. Also, ich hätte gerne die Maultaschen auf gemischtem Salat, aber bitte ohne die Maultaschen und ohne Dressing. Einfach nur etwas frisch gepressten Zitronensaft dazu. Extra. Ja, dann hätte ich gern den Parmaschinken an Melone, aber bitte ohne Parmaschinken. Ja, auch ohne Melone. Also gut, bringen Sie mir den Salat inklusive der Maultaschen und dem Dressing. Und Brot und Butter. Zufrieden? Bezaubert. Mmh, lecker. Mund auf. Wunderbar. Vera, normalerweise geht hier nie jemand hin, den ich kenne. Juliane! Vera! Du siehst ja toll aus. Ich dachte Susi und Strolch. Ja, bei Strolch sieht's schon da. Spitze, wirklich, du siehst spitze aus. Musst du eigentlich immer blöde Sprüche reißen? Wieso? Ich fand's ganz lustig. Das ist nicht lustig. Das ist meine Kundin.
Ja, und wo ist das Problem? Das ist meine Welt. Mein Leben. Aha. Deshalb überholst du also ständig auf der Schleimspur. Ich war nur höflich. Nein, Juliane. Du heuchelst. Du hast doch überhaupt keine Ahnung. Von was? Wie man sich für viel Geld besonders lächerlich anzieht? Erzähl du mir nichts von Geschmack. Wenn ich dir nicht einen Anzug geschickt hätte, würdest du doch hier im Blaumann sitzen. Und? Was willst du ausgeben? Im Anzug oder mit mir? Johannes, geht's auch ein bisschen leiser? Wieso denn leiser? Ich wusste, dass du mich blamieren würdest. Und ich wusste nicht, dass du genauso oberflächlich bist wie deine bescheuerten Kundinnen. Du bist echt ein selbstgefälliger Arsch. René, was machst du denn hier? Ich dachte, du bist in Bahrain. Ging alles schneller als erwartet. Siehst gut aus. Danke. Die Scheichs waren begeistert. Sie haben mir 18 Bilder abgekauft. Setz dich doch. Ich habe uns Kaviar mitgebracht. Aber um die Uhrzeit möchtest du bestimmt nichts mehr essen, oder? Ist das Kleid neu? Ja. Schön. Sag mal, findest du mich eigentlich oberflächlich? Wieso? Naja, weil ich so viel auf Äußerliches achte. Wie kommst du nur auf so einen Quatsch? Lucy? Kein Problem, nichts passiert. Und was war das für ein Geräusch? Da lag plötzlich Renés Anzug auf dem Boden. Darüber war ich so erstaunt, dass ich über diesen Schuhputzhund gestolpert bin. Das ist nicht meiner. Nein, der ist Lynettes Freund. Den will sie ihm zum Geburtstag schenken. Deswegen soll ich den für sie verstecken. Ich wusste gar nicht, dass Lynette einen Freund hat. Ja, der ist neu. Der Anzug? Nein, der Freund. Ihr Freund. Ja. Gut, Nacht. Gute Nacht, Schatz. Also jetzt sieh dir diesen Garten an.
wie der aussieht. Ach, völlig ungepflegt und nicht eine einzige Blume. Ach, sag mal, was ist eigentlich aus deinem Verehrer geworden? Ach, das? Das war nichts. Schon längst vergessen. So? Du, ich fand Johannes sehr nett. Johannes? Hm. Wie kommst du denn darauf? Na ja, so ein Gefühl. Hm. Quatsch. Also, schade, mir hat er gefallen. Warum siehst du Juliane eigentlich nicht mehr? Nicht mein Fall. Ach komm, du warst doch total hinter ihr her. Die will mich gar nicht. Was die will, ist ein dressierter Königspudel, der artig Männchen macht, wenn die Kundschaft kommt. Ach komm, das sag's doch nur, weil sie nicht anruft. Moritz, bitte, kümmere dich um deine Sachen, okay? Mann. Das ist doch wie auf einer Beerdigung hier. Hast du nicht was Fröhlicheres? Bedien dich. Hey, cool. Du hast ja Schallplatten. Wollen wir die nicht mal auflegen? Nein. Hey. Was ist denn los mit dir, hm? Das habe ich dich noch nie erlebt. Lucy, ich weiß doch auch nicht mehr. Da denkt man, alles ist in Ordnung und dann kommt einem dieser blöde Kerl in die Quere. Und? Hast du dich in Johannes verliebt? René, mitten in der Nacht. Man soll eine Wohnung immer ganz genau prüfen. Hm. Ja, warte hier einen Moment. Lass dich nicht von der Stelle, ich bin gleich wieder da. Du kannst kommen. Damit habe ich gar nicht gerechnet. Das beste Gefühl für eine Wohnung bekommt man, wenn man auf dem Boden schläft. Außerdem bringt's Glück. René, ich bin echt kaputt. Ich fühle mich überhaupt nicht danach. Komm, das entspannt dich. Setz dich doch. Bist du eigentlich glücklich mit mir? Klar. Wir sind doch ein gutes Team. Das meine ich nicht. Wann haben wir das letzte Mal zusammen gelacht? Keine Ahnung. Kann mich nicht dran erinnern. War mir aber auch nicht wichtig. Eben. Juliane, was soll denn das ganze Theater? Das ist kein Theater. Gut. Gut, dann gehen wir jetzt besser nach Hause. Welches Zuhause meinst du? Wir haben keins. Ist doch wahr. Das ist jetzt die, ich weiß nicht wie vielte Wohnung. Wir wollen sie nicht. Wir haben eben noch nichts Passendes gefunden. Weil wir nicht zusammenpassen. Ich will so nicht mehr leben. Wir sind tolle Geschäftspartner. Aber ein Liebespaar sind wir nicht. Nicht mehr. Ich glaube, du liest zu viele Frauenzeitschriften. Und du begreifst leider gar nichts.
einer Nacht. Oh, entschuldige bitte. Ich wollte dich nicht wecken. Was machst du denn? Ich schaffe Ordnung. Es ist total spät. Aber nicht zu spät. Etwas lockiger als beim letzten Mal, aber nicht so doll wie bei Bea. Und pass auf, dass du nicht so viel von den Spitzen wegnimmst. Ja, ja. Guck mal, meine Ohrläppchen. Die müssen aber unbedingt zur Geltung kommen. Sind die nicht süß? Die habe ich mir selber geschenkt. Mein Mann kommt ja nicht auf sowas, ja? Puh, die Männer. Um alles muss man sich selber kümmern. Habe ich dir schon gesagt, dass ich mir Sitze bestellt habe? In Aprikot. Sagt doch dieser Blödmann von Verkäufer zu mir, gnädige Frau. Passt überhaupt nicht zu Ihrem Wagen, sage ich zu ihm. Bezahle ich Sie vielleicht für Ihre unqualifizierte Meinung? Schlechte Meinung. Da war der plötzlich auch noch beleidigt, ja? Bla, 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 bla. Was soll denn das sein? Ja, besonders pflegeleicht. Weniger Föhn, mehr Zeit zum Reden. So sehe ich ja ganz dick aus. Auch nicht mehr als sonst. Ich zahle viel dafür, dass ich schmaler aussehe. Da müsste ich dann schon zum Skalpell greifen. Bitte? Ja, es gibt keine Frisur, die dich schlank aussehen lässt. Da kannst du dich noch so teuer anziehen und deinen dicken Hintern in aprikotfarbene Ledersitze quetschen. Das muss ich mir ja wohl nicht gefallen lassen. Dieses blöde Gesabbel hält doch niemand aus. Mensch, jetzt beruhige dich. Ich will mich nicht beruhigen! Dann gute Besserung. Wiederhören. So, das war jetzt die fünfte Absage innerhalb der letzten zwei Stunden. Aber später kommt ja noch Frau Hübsch mit. Der Salon, hallo? Oh. Wollen Sie einen anderen Termin? Nein. Gut. Wiederhören. Das war jetzt Frau Hubschmidt. Abgesagt. Ja, dann macht er Feierabend für heute. Gut. Tschüss. Tschüss. Bis morgen. Hallo. Na du? Geht's dir? Ja, geht schon. Die letzten Wochen waren nicht gerade berauschend. Aber ich habe eine neue Location für meine Bilder gefunden. Ach, wirklich? Ja, im Kunstverein. War echt ein Glücksgriff. Schön. Und bei dir? Oh, läuft super, siehst du ja. Ja, es wird schon wiederkommen. Klar. Weißt du, im Grunde genommen hattest du recht mit uns beiden. Sag mal, könntest du mir einen Gefallen tun? Du erinnerst dich doch sicher an die Schuhe, die ich dir geschenkt habe, für den Artdirektorenball. Und jetzt willst du sie wieder haben? Nein. Ich möchte dich bitten, sie anzuziehen und mit mir dorthin zu gehen. Ach, René. Komm, ich habe so viel von dir erzählt. Ich weiß nicht. Alle kommen in Begleitung. René. Wir sind getrennt. Aber wir sind doch immer noch ein gutes Team, oder? So rein freundschaftlich. Ich habe es einfach noch nicht fertiggebracht, den von der Trennung zu erzählen. Na gut, weil du es bist. Danke. Ich hol dich ab. Ja.
Die Rahmen hier, die sind über. Wenn du willst, kannst du sie haben. Was machst du denn hier? Die Tür war doch offen. Die hat René für dich dagelassen. Danke. Und? Wie geht's dir? Prima. Mir geht's auch nicht gut. Können wir nicht einfach diese blöde Anzugsgeschichte vergessen und weitermachen, wo wir aufgehört haben? Unsere Nacht im Heu, die war doch... Das war ein Ausnahmezustand. Das war sowas wie Urlaub. Na und? Jetzt sind wir wieder zurück. Und unser kleiner gemeinsamer Ausflug ist von der Realität wieder eingeholt worden. Ich weiß, aber wir könnten doch versuchen... Juliane, mach dir nichts vor. Wir beide leben auf zwei verschiedenen Planeten und daran wird sich auch nichts ändern. Den Laden doch nicht dicht machen. Es tut mir leid, Linette. Es tut mir wirklich leid, aber ohne René. Ich kann die Miete einfach nicht alleine tragen. Ich bin pleite. Ach komm, du weißt doch, wie das ist. In spätestens 3 Wochen ist alles vergessen und die Leute rennen dir wieder die Bude ein. Ich will diese Leute nicht mehr. Willst du nicht aufmachen? Nein. Hallo, ich wollte zu Juliane Oberle. Das ist ein Notfall. Juliane, kommst du mal bitte? Es ist ein Notfall. Passiert? Ach, Frau Oberle. Ist was mit Gertrud? Ich bin wirklich nicht eitel, aber das geht doch nicht. Nein, das geht nicht. Kommen Sie rein. Thank you.
fertig. Ist was? Gefällt dir nicht? Ich kann es ja gar nicht glauben. Frau Oberle, Sie können ja zaubern. Oh. Das freut mich. Das freut mich wirklich sehr. Danke. Schätzchen, ich hoffe, du nimmst es nicht persönlich, dass ich zurzeit nicht zu dir komme. Weißt du, im Moment rennt einfach alle Welt in den neuen Laden von diesem Sascha. Ich nehme an, Vera auch. Na klar, er liegt am wenigsten noch die Hucke voll. Ich werde jedes Mal 10 Jahre jünger, wenn ich bei ihm gewesen bin. Und Schätzchen, wie geht's denn dir eigentlich, hm? Ich würde gerne noch mal von vorne anfangen. Ich habe auch schon ein tolles neues Konzept. Das ist doch super. Es gibt nur ein Problem. Ich bin pleite. Und die Bank gibt mir kein Geld mehr. Ach du Scheiße. Sag mal, kannst du nicht mal mit Klaus sprechen? Den brauche ich gar nicht zu fragen. Der trennt ganz strikt zwischen Freundschaft und Finanzen. Und wie ist es mit dir? Wenn du wüsstest, ich habe zwar eine große Klappe und einen reichen Mann habe ich auch, aber Geld habe ich keins. Mist. Mist. Was ist los? Du bist in letzter Zeit echt ganz schön scheiße drauf. Gib's doch zu. Ist wegen Juliane, oder? Versteh dich nicht. Also wenn ich an deiner Stelle wäre, dann würde ich... Kannst du jetzt mal deine Klappe halten? Ist das möglich? Au! Brauchst du ein Pflaster? Was machst du denn hier? Ja, das frag ich dich. Startkapital. Wie hast du denn das gemacht? Oh, ich musste ein bisschen die eisernen Reserven locker machen. Und jetzt habe ich 2 Pelzmäntel weniger, aber die sind sowieso out dieses Jahr. Du bekommst alles zurück. Versprochen. Aber kein Wort zu niemandem, ja? Du weißt, ich habe einen Ruf zu verlieren. Du bist echt verrückt. Danke. Meine Rettung. Guten Tag. Guten Tag. Wollen Sie sich die Sachen mal anschauen? Ja, gerne. Du ohne den Laden, das hätte ich mir auch nicht vorstellen können. Aber alles wird anders. Abgespeckt, mein Banker das nennen würde. Und ein anderes Preissegment. Ah, du meinst Preise, die auch ich mir leisten könnte? Klar. Das ist total super. Hallo? Frau Rantzau. Oh,
Bin schon unterwegs. Bis gleich. Hereinspaziert. Hallo. Dich gibt's auch noch? Sie ist wieder beim Clown erwischt worden. Da musste ich durchgreifen. Seitdem sitzt sie da und ist mucksch. Ach, Omi. Was machst du denn für Sachen? Ich? Was machen die denn für Sachen? Alle meine Pflanzen haben sie mir weggeholt. Das ist so Diebstahl. Sie stehen jetzt im Speisesaal. Da haben wir alle was davon. Sie können sie jederzeit besuchen. Ich denke gar nicht daran. Du benimmst dich wie ein Kleinkind. Jede Freude will die mir nehmen. Hier gibt's nun mal bestimmte Spielregeln. Dann soll sie doch alleine spielen. Ach, Omi. Was mache ich noch mit dir? Oh. Lass mich einfach nur hier sitzen und auf mein Ende warten. Ich hab ihr die Blumen doch nicht aus Boshaftigkeit weggenommen. Gertrud muss immer was um die Ohren haben. Und ist sie unglücklich? Wir haben ja Freizeitangebote, aber sie nutzt sie nicht. Naja, Bingo und Kanaster sind ja nun auch nicht gerade abendfüllend. Das kommt im Allgemeinen ganz gut an. Also, so richtig glücklich wirken die hier nicht, wenn Sie mich fragen. Tja. Mit unseren bescheidenen Mitteln können Sie ja nicht den Broadway erwarten. Das nicht. Aber ich hätte da eine Idee. Eigentlich hätte ich selbst drauf kommen können. Manchmal braucht man halt jemanden, der einem die Augen öffnet. Oder einem den Kopf wäscht. Hallo, Rosi. Oh, Uschi. Du sag mal, welche? Die oder die? Die rote. Gut. Der Garten ist wunderschön geworden. Ja, nicht? Naja, du, der ist aber noch gar nicht fertig. Aber ich sag dir, bis die alten Schachteln in die Puschen kommen. Wie gut, dass die Kinder helfen. Hey, Lucy. Was macht dein neuer Laden? Ach du, in einer Woche ist Eröffnung. Ach toll. Hast du Johannes eingeladen? Nein, an den denke ich überhaupt nicht mehr. Was? Der würde sowieso nicht kommen. Muschi, lad ihn ein. Ach, Omi, jetzt nerv nicht. Dafür bin ich doch da. Willst du etwa so zur Eröffnung gehen? Ich habe doch gesagt, dass ich nicht mitkomme. Guck dir den Laden doch wenigstens mal an. Der ist echt toll geworden. Das ist doch schön für sie. Sie würde sich total freuen. Moritz, zum letzten Mal. Die Frau interessiert mich nicht mehr und damit basta. Nur weil ihr euch einmal gestritten habt. Ich verstehe dich nicht. Darf ich dir vorstellen? Meine Omi. Oh. Hey, Moritz. Freue mich auch. Quer. Gertrud. Wie geht's? Gut. Moritz. Alles Gute. Danke. So total schön. Lebt ihr? Toll, dass du uns geholfen hast. Kein Problem. Ist Johannes gar nicht mit? Nee, der hat keine Zeit und viel zu tun. Ah, verstehe. Ich stell die mal ins Wasser. Auch ein Glas? Gerne. Darf ich Ihnen meinen Verlobten vorstellen?
hattest ihm noch Bescheid gesagt, oder? Klar. Na, warum ist er denn dann nicht gekommen? Keine Zeit. Hast du ihn wenigstens mal angerufen? Nein. Ach, na, so wird das doch nichts. Ja, eben. Ist mir doch egal. Was machst du denn da? Nerv nicht. Und? Kommen Sie endlich? Lass doch mal. Ich sehe überhaupt nichts, wenn du mir die ganze Zeit vor der Nase rumfuchtelst. Was machst du denn hier? Ich bin mit Moritz verabredet. Ich mit Lucy. Du siehst toll aus. Danke. Du auch. Steht René jetzt auf natürliche Schönheit? Keine Ahnung. Wir sind nicht mehr zusammen. Mhm. Das sah aber bei deiner Neueröffnung anders aus. Warst du also doch da? Ich nicht. Also, ja, ich. Ja. Ich habe für ihn bei einem Geschäftstermin nur die liebende Gattin gemietet. Aus alter Freundschaft. So, so. Macht euch einen schönen Tag, Lucy und Moritz. Sagen Sie, hätten Sie gnädigst eventuell Interesse an einer kleinen Bootsfahrt mit mir? Wohin immer Sie wollen, gnädigste.